Nee, der ist natürlich keine Weltsensation hier. Die kennt er ja schon mit den ganzen Babys. Aber ich war heute bei einer ganz besonderen Begegnung. Da hat jemand einen Import, einen Erstimport von einer niegelnagelneuen Kugelfischart, die noch nicht beschrieben ist. Und ich möchte ihn euch zeigen. Ich habe ihn jetzt erstmal vorläufig hier in meinem 430 Liter Becken. Knallig rot, wir sehen ihn gleich da unten mit dem charakteristischen Maul. Augen sind zu momentan, das heißt, er hat sich gerade hingelegt zur Nachtruhe. Sensationelles Tier. Schaut euch mal diese Farbe an. Also ich bin gespannt, wie der sich hier entwickelt. Er ist noch nicht ausgewachsen. Ja, ist noch ein Jungtier, aber die anderen sind natürlich auch hier hoch interessiert. Lässt sich auch nicht stören, wenn ein Otocynclus mal an ihm rumnagt. Unglaublich, ja. Habt ihr sowas schon gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? So traurig. Der kleine Kerl ist leider nach kurzer Zeit verschieden. Ja, irgendwie hat es ihm doch nicht gefallen im Becken. Schaut euch mal die Tomate an, ist die nicht cool? Unglaublich, also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. So eine abgefahrene Form da vorne. Ich dachte, das muss ich euch zeigen, ist ja ganz klar. Und mit dem reißerischen Titel, den ich natürlich da drunter lege, werde ich eine Million Klicks mindestens bekommen für dieses Video. Also macht's gut.